Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video, Jungs. Wir haben heute wieder Packs. Ich dachte, im letzten Video ist es das letzte Pack-Opening während des Foot Birthday Events. Aber heute haben wir neben den Rivals Rewards auch noch mein Icon Tour Pack. Ich habe jetzt alle Packs gemacht. Ich habe jetzt nur noch das 25x82er Plus Pack. Das 25x83er und 25x81er Plus Pack haben wir gemacht, das heißt, das letzte heute, das werden wir in dem Video dann sofort auf jeden Fall öffnen. Ich bin auf jeden Fall mega, mega gehypt. Ich brauche gute Spieler. Ich habe es im letzten Video schon gesagt, ich mache zurzeit Peter Schmeichel als SBC. Deswegen, ich habe nicht viel Coins. Vielleicht wäre es schlauer, die Coins heute mitzunehmen. Aber ich denke, ich nehme doch eher die Packs. Ich bin nur Rang 3 gekommen. Ich habe nicht viel gespielt. Ich habe gestern halt erst angefangen. Ich habe 9 Spiele, glaube ich, gemacht von den 30. Bisschen ärgerlich. Ich dachte, ich schaffe es alles in einem Tag. Wir könnten die Coins mitnehmen. Das wären 27.500 und die kann ich unter anderem auf jeden Fall gebrauchen. Da ich aber zurzeit auch an dem Trading-Video bin, weil ich jetzt einen Trick gesehen habe, was heißt Trick, eine Methode, wo man eigentlich fast schon zu easy Coins machen kann, probiere ich die aus und nehme, glaube ich, doch lieber die Tradable Packs. Ich gehe das Risiko einfach mal ein, Jungs. Scheiß drauf, vielleicht ziehen wir irgendwas, was direkt so ein Spieler, der 20k kostet, so ein 85er oder irgendwas in der Art. Das wäre natürlich richtig nice. Gehen wir einfach mal rein. Wir haben insgesamt, glaube ich, 4 Packs. Wir öffnen erstmal die Rivals Packs. Ja, das 25x82er Plus, aus dem erhoffe ich mir ja schon ein paar 85er, vielleicht ein 86er, ein Walker dabei. Wäre schon auf jeden Fall nice. Gehen wir erstmal rein. Alles sind tradable, bis halt das 25x82er Plus Pack. Komm, gönnt. Nur ein Walkout muss dabei sein. Da haben wir das Geld schon wieder rausgeholt. Schade, der läuft sich mal durch. Ich habe, glaube ich, noch nie meine Coins hier rausgeholt. Stones, ja, der kostet zumindest so über ein K, glaube ich. So, der könnte sogar so 2-3K kosten, Digga. Stones, ja, 2K. Naja, 2 Packs haben wir noch vielleicht. Wäre geil, wenn wir die Coins jetzt wirklich rausbekommen. Die 27,5 waren es, glaube ich, K. Komm, ach, Digga, gönn doch mal. Oh, er läuft aber durch. Vielleicht, wir haben Chancen, Jungs. Spanien safe. Ja, ZTM? Schade, ZTM. Parejo. Nein, Koke? Koke. Okay, ich weiß, wie viel Koke gerade kostet. Über 10K wird auf jeden Fall kosten. Safe. Koke kostet so knapp 20k, so heute ist ja auch Rewards Day, also wird er so für 20k weggehen. 27, ey, ich glaube wir haben die Coins rausbekommen jetzt. So, ein Pack haben wir noch, also die Coins haben wir jetzt eigentlich schon draußen. Wenn der jetzt nochmal durchlaufen würde, hätten wir die Coins safe draußen. Kein Walker, der läuft wieder durch, wir haben mal die Coins rausgeholt aus Rivals. Matip, ne? Matip, 83, ich weiß nicht, wie viel der kostet. So, Koke ungefähr 7, also ja, also 20k und die 7,5 haben wir auf jeden Fall mit den anderen auch draußen. Wie viel kostet Matip, Digga? Ich habe ihn gerade aussehen aus dem Transfermarkt angeboten, aber ich glaube, er wird mich was kosten. Matip. Ja, so in die 5k, Digga. Also haben wir fast schon mit Koke und Matip fast schon die Coins rausgeholt. Die Rivals haben schon relativ gut gegönnt, ja. Also wir haben jetzt, würde ich sagen, grob mit den Packs so vielleicht 35k rausgeholt. Die Coins wären 27,5, also wir haben sogar mehr aus den Packs wie aus den Coins. Und jetzt haben wir noch das 25x82er Plus Pack. Ab dafür. EA, bitte gönn, ich brauche SBC-Futter, der Verein ist wieder leer. Peter Schmeichel, gönn bitte. Walkout, ja, komm. Musste nicht unbedingt sein. Aus dem 82er Plus Pack. Spanien, ZDM, Busquets. Das ist der 87. Okay. 87er, 82er Plus. Nimmt mal mit, Digga. Vielleicht ist dahinter auch noch ein bisschen was und ein paar 85er wären geil. Oha, das ist gut. 4 Doppelte, wer ist das, Digga? Ja, okay, zum Glück keine übel guten. Nimmt man mit, Digga. Ich komme Peter Schmeichel immer näher. Das Pack war nice. Also ich würde sagen, es hat gegönnt 82er plus. Es hätte auch sein können, dass da der beste 85er ist und der Rest dahinter 84er, 83er, 87er Walkout. Einige 85er, einige 84er, der Rest, okay, nimmt man mit. Ich bin zufrieden, das war's mit dem heutigen Pack-Opening. Ich bin echt zufrieden, dass ich Rivals die Packs genommen habe und nicht die Coins. EA, bitte mehr davon. Das war's mit dem heutigen Video. Wir sehen uns jetzt bald zurück hier auf den Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dahin, haut rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh.